Hallihallöchen zusammen und willkommen zur zweiten Folge der fünften Staffel vom Sammelkartencheck. Wie man auf der Liste auf meiner Facebook-Seite, die ich übrigens mit diversen anderen Dingen unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, entnehmen konnte, ist die zweite Karte, über die wir in dieser Staffel reden wollen, der Black Luster Soldier. Ich habe mir hier ein paar schöne Exemplare rausgesucht, 18 Stück, wenn ich mich nicht täusche. Ich konnte nicht alle nehmen, weil ich habe einfach viel zu viele davon. Ich habe mittlerweile über 30 BLS aus unterschiedlichsten Sets. Deswegen sehen wir hier halt wirklich nur eine sehr, sehr begrenzte Auswahl. Ja, der BLS erschien in Invasion of Chaos, in Dark Revolution 2, in Gold Series 4, in der Legendary Collection 3, im Premium Gold, in der Duelist Saga, in der Master Collection 2 und in der Sammeltin 2013 sowie in dem ein oder anderen japanischen Set, wie zum Beispiel dem japanischen Millennium Pack in Super Millennium Rare. Gut, dann wollen wir auch direkt mit dem ersten Exemplar anfangen und das ist der BLS Incoming aus den Yugi Legendary Decks. Ich glaube, die habe ich hier sogar vergessen zu erwähnen, da wurde die ja auch geprintet. Der Wert ist übrigens ziemlich erstaunlich, das ist ja eine Common und dennoch geht sie ungefähr 1,75 Euro, war jetzt das günstigste deutsche Exemplar in First. Hätte ich gar nicht gedacht, ich habe den ja tonnenweise hier liegen. Richtig cool, vielleicht verkaufe ich ein paar von denen, muss mal gucken. Ich glaube 8 oder 9 Stück, vielleicht auch 10 behalte ich noch für mich. Ich habe jetzt hier für die Sendung nur einmal rausgesucht, weil ich will ja nicht mit zu vielen Commons langweilen, wenn ihr versteht, was ich meine. Gut, dann, so die legen wir mal ein bisschen weiter hoch, weil wir haben ja relativ viele. Dann haben wir aus der GLD 4, also der Gold Series 4. Es tut mir nichts leid, dass das so spiegelt, das liegt halt am Toploader. Aber ich kann ihn nochmal näher ranholen. Haben wir jetzt, haben wir eben in diesem alten Gold Rare, da war die Schrift noch ganz schlicht untergreifend Gold gemacht. Und das Gold ist halt hier wirklich sehr dunkel. Es ist auch eine englische Karte, da ist das Gold im Allgemeinen dunkler gewesen, auch früher schon. Ist, glaube ich, heute bei denen immer noch so, nur bei uns ist das heller geworden dann. Der Wert ist auch relativ cool, 3,30 Euro geht der in etwa, finde ich sogar relativ günstig für eine schöne Gold Rare. Wenn man den schön gegen die Sonne hält, was jetzt hier nicht möglich ist, da man das Bild sonst nicht mehr sieht, dann schillert er richtig Regenbogenfarben und das ist das, was ich an dem Gold Rare geil finde. Das alte Gold Rare sieht einfach geil aus, aber Gold Secret und das neue Gold Rare sieht nur bei bestimmten Karten gut aus. Weiter geht's mit dem uns, ja, allseits bekannten Gold Rare. Das ist das normale, das neue. Der kommt jetzt aus PGLD. Das war, glaube ich, das erste Gold Set. Nach diesem GLD 1, 2, 3, 4, 5 kam halt PGLD. Da waren dann auch die Götter in Gold Secret drin. Denen stand das sogar, die Rarity. Und der Wert von denen ist sogar noch höher als der von den alten, was mich ein bisschen wundert. Der geht nämlich in etwa 4 Euro, also nochmal 50 Cent mehr. Man sieht mich übrigens, oh, Facelift. Richtig cool. Ich finde, auch das neue Gold Rare steht dem BLS auf jeden Fall. Ja, das ist eine Karte, bei der das angebracht ist, auf jeden Fall. So. In Gold Secret würde der wahrscheinlich wieder kacke aussehen. Gut, weiter geht's mit unserer Super Rare. Ja, eine richtig, richtig coole Tinbox-Promo war das. Die war aus der Collection Tin 2010 oder aus der 10er Collection Tin Serie. In Super Rare relativ, schlicht gehalten vom Effekt. Ist aber richtig cool eigentlich, ja. Ich könnte mir den auch gut vorstellen in irgendeinem Tournament-Pack oder so als Super Rare, in dem alten Super Rare. Das hätte wahrscheinlich auch mega, mega sexy ausgesehen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und ja, von denen habe ich auch, glaube ich, noch ein paar mehr in Super. Aber wie gesagt, wenn ich alle rausholen wollen würde, hätten wir am Ende einen riesen Stapel da. Also normalerweise zeige ich ja fast alles oder zumindest die Hälfte von dem, was ich da habe. Aber bei Black Luster Soldiers ist es schon echt eine Menge. Und ich will aber noch mehr haben. Ohne Witz, ich finde die Black Luster Soldiers cool. Die haben eigentlich noch wesentlich größere Bandbreite in meiner Sammlung verdient. Gut, jetzt haben wir hier die erste Reihe. Starten wir eine zweite. Und zwar haben wir hier den Black Luster Soldier in Millennium Super Rare. Ich guck mal, ob man den Effekt irgendwie einfangen kann, aber ich vermute, dass das ein bisschen schwierig wird. Hier sieht man es jetzt ein bisschen. Das ist eben also die Karte ist, ihr werdet es erkennen, das ist eine relativ bekannte Rarity mittlerweile. Die Karte ist Super Rare an sich und dann eben mit diesem Millennium Effekt drüber. Das ist so eine Folie, die besteht aus lauter senkrechten Streifen und zwischendrin sind ägyptische Hieroglyphen abgebildet und das sieht halt dementsprechend mega nice aus. Leider kann man den Effekt hier jetzt so nicht einfangen. Aber das stört mich nicht großartig weiter. Der Wert einer Karte aus dem MP01 beträgt in etwa 4 Euro bis 4,50 Euro. Mehr kostet so ein Stück nicht.
Ich habe jetzt hier 5 Stück rausgesucht von denen, weil ich die halt besonders cool finde. Ich habe auch tatsächlich nur 5 von denen, meinen 6. habe ich mal weggegeben. Einfach weil mir dachte, 5 Stück reichen. So übertrieben nice ist sie dann auch nicht. Ja, richtig cool auf jeden Fall. Die packen wir dann direkt runter. So. Dann haben wir unsere zweite Reihe auch schon beinahe wieder voll. Und weiter geht's mit der Variante in Ultra Rare. Kennen wir ja auch. Die ist zum Beispiel auch relativ teuer. Die in Ultra Rare kommt aus Dark Revolution. Und der Wert einer Karte aus Dark Revolution ist in etwa bei 25 Euro war das, glaube ich. Wobei ich mir bei der hier nicht sicher bin, ob ich jetzt nicht auszusehen die aus Invasion of Chaos nachgesehen habe. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich habe mir ja hier Notizen gemacht auf einem Blatt, weil ich mir das nicht alles auswendig merken kann. Und ich habe hier Invasion of Chaos hingeschrieben. Die kommen aber alle beide aus Dark Beginning. Also könnte sein, dass der Wert hier nicht übereinstimmt. Ich glaube, die werden dann wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Vielleicht ein 20 oder 15 Euro. Trotzdem cool. In Ultra Rare, mega, mega fett. Wie gesagt, das ist das beste BLS-Artwork ever. Dicht gefolgt von dem Gesandten der Abenddämmerung. Hier schön mit dem Kreis hinten dran. Ich finde das einfach so geil. Diese Art von Background passt einfach übertrieben fett zu den Monstern. Ist auch beim Chaos-Imperator-Drachen so. Und auch die ganze Farbgebung. Auch beim Chaos-Imperator-Drachen haben wir ja auch. Da ist der Kreis ja schön lila. Richtig nice. Dann haben wir wiederum ein japanisches Exemplar im Wert von ungefähr 20 Euro. Die ist ultra parallel rare. Natürlich sieht man das parallel rare jetzt mal wieder nicht. Ah, doch, hier sieht man es ein bisschen. Das liegt halt daran, dass das Licht gerade von da kommt. Wenn ich den Toploader direkt in die Richtung des Lichts halte, dann sieht man hier, dann spiegelt das und dann sieht man nichts mehr. Creepfan hat mir schon öfter mal Softboxen nahegelegt, aber ich bin halt einfach ein Fan von bewölktem Wetter, aber wir haben gerade leider Sonnenschein. Am besten wären die Videos bei bewölktem Licht. Bei bewölktem Himmel, sag ich mal so. Und wert, wie gesagt, so in etwa 19 bis 20 Euro, ist übrigens keine Hobby League Promo, die kommen tatsächlich aus einem ganz, ganz alten Set, und zwar aus 306. Das war, glaube ich, das japanische Set mit dem Namen Invader of Darkness. Da war dann der BLS auch ein Ultimate Rare drin, und das sind die japanischen Grundsets gewesen, die dann kombiniert wurden. Und dieses Set, also Invader of Darkness, wurde mit irgendeinem anderen Set, wo das Wort Chaos drin vorkam, kombiniert, und dann kam Invasion of Chaos raus bei uns. Und natürlich haben dann da ein paar Karten gefehlt. In Invader of Darkness war zum Beispiel auch der Exodia-Kopf in Ultimate drin und so weiter. Richtig epische Karten, die kamen bei uns natürlich in anderen Sets und in anderen Rarities. Weiter geht's mit einer Secret Rare-Variante. Die ist jetzt allerdings nicht aus der Legendary Collection, wie wir sie normalerweise kennen. Das ist die aus der Master Collection. Ja, wir vergessen das teilweise, dass die in der Master Collection mit dabei war. Wenn man an Master Collection denkt, denkt man eher an Exodia Necros oder Exodia Kopf. Oder, keine Ahnung, an Dunkle Todesfurcht. Seltsamerweise vergisst man den BLS häufig dabei. Und sein Wert beträgt in etwa 18 Euro. Ist also doch ein ganz schön stolzer Preis und auch einer der teuersten ersten Master Collection Karten, wenn man bedenkt, dass der Exodia-Kopf nur 3 Euro geht in Secret. Richtig, richtig fett. Und da sieht man halt mal wieder das Verhältnis, ne? Firewall Dragon, keine Ahnung, als er rauskam, 30 Euro. Überhaupt nicht selten. Exodia-Kopf aus der Master Collection, natürlich auch nicht überselten, aber im Verhältnis zum Fireball Dragon eine richtige Rarität, geht nur 3 Euro. Schon seltsam, ne? Gut, wie auch immer, genug geschnackt. Wir haben jetzt auf jeden Fall den in Secret aus der Master Collection, dann natürlich gefolgt von 2 Secrets aus der Yugi Legendary Collection, oder ne, Yugi, Legendary Collection, Yugi's World jetzt, jetzt verwechsel ich das schon mit den Legendary Decks. Ist auch übertrieben geil. Leider kommt der Secret-Effekt jetzt auch nicht unbedingt zur Geltung. Aber ich glaube, wir wissen ja alle, wie die aussehen. Der Wert einer aus der Legendary Collection Yugi's World ist in etwa 20 Euro, also leicht teuer als der aus der Master Collection. Allerdings bezieht sich das auf die englischen Varianten, denn ich habe hier zum Zeigen zumindest 2 englische. Ich glaube, ich habe noch 3 oder 4 deutsche irgendwo rumliegen. Ich weiß bloß gerade nicht wo, vielleicht noch mal im Ordner. Die sind wahrscheinlich noch nicht eingesleeved in den Toploadern. Wie gesagt, ich kann auch nur das zeigen, was ja hier in den Toploadern ist, da ich das eben so zeigen möchte. Und ja, dementsprechend mega fett. Und am Ende kommen wir dann noch zum teuersten Exemplar, das ich habe. Und davon habe ich leider Gottes erst eins. Und es hat ewig gebraucht, bis ich eins gefunden habe. Ohne Witz. Und das ist der BLS in Ultimate Rare. Ja, hier sieht man es gut. Der ist in Ultimate. Auch aus dem Set 306. Eben wie auch der hier. Die kommen aus demselben Set. Und der war eben hier auch in Ultimate drin. Und ja, richtig cool auf jeden Fall. Wert in etwa 40 bis 50 Euro. Extrem selten.
Von der Ritualversion habe ich 3 Stück mittlerweile in Ulti, aber wirklich von dem habe ich nur 1 gefunden. Ich weiß gar nicht mehr von wem. War es vielleicht sogar von Michael? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall extremst selten. Und ich hoffe, dass ich davon noch einige Exemplare zu Gesicht bekomme. Gut, das war's vom BLS. Es tut mir leid, dass ich euch diesmal nicht alle zeigen konnte, aber ich hoffe, die Auswahl an denen, die ich zumindest hier zeigen konnte, hat euch gefallen. Ich denke mal, ich habe die wichtigsten dabei. Natürlich gibt es noch die Ursin Duelist Saga und wie sie alle heißen, aber die habe ich einfach noch nicht eingesleeft. Und ich muss sagen, aus dem Duelist Saga habe ich, glaube ich, auch erst ein Playset. Ein Blue Eyes aus dem Duelist Saga habe ich noch gar nicht, warum auch immer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Ich habe die Liste jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich muss nochmal selber nachgucken. Ich weiß gerade gar nicht, was als nächstes kommt. Ich weiß auch nicht, wann es kommt. Wie gesagt, ich arbeite gerade an der Website. Die habe ich ja mittlerweile schon geleakt, wo man dann eben online die Ausstellung in einem gewissen Maße begutachten kann. Dementsprechend kann ich natürlich die Sammelkartenchecks nicht in dem Umfang machen, wie es normalerweise der Fall ist. Und dementsprechend gibt es jetzt wahrscheinlich demnächst erstmal die 100. Folge Neuzugänge, wo ich halt wirklich dran bin, was richtig Krasses zu holen, weil es halt eine Jubiläumsfolge ist. Und ansonsten mal gucken, vielleicht kriege ich mal irgendwann ein Mega-Opening wieder gebacken oder so. Mal schauen. Wir sehen uns zum nächsten Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.